Hi ho und willkommen zum Freitagsvideo. Ich bin jetzt wieder richtig energiegeladen. Ich war jetzt die letzten Tage irgendwie wie so ein Kaugummi an der Wand. Da fällt mir ein, dass bei meinem gewohnten Laden immer dieser Kaugummi an der Wand war. Ja, nee, ich weiß, voll eklig. Egal. Ich habe jetzt noch ein letztes Thema für heute mit euch. Und diesmal dachte ich erzähle euch was, ja, fast schon ein bisschen Witziges. Aber auch irgendwie ein bisschen tragisch und ein bisschen schräg. Also, wie ihr wisst, sind wir eine relativ groß-kleine Familie. Was? Nö, gar nicht. Und selbst wenn, meine Zuschauer sind gewöhnt, dass meine Qualität so semi ist. Weißt du, die freuen sich, wenn es nur Nagen ist und nicht irgendwas. Irgendwelches Zweck, wie eine Klospülung. Ja, auf jeden Fall ist es so. Auch kein großes Geheimnis. Wir suchen eine neue Bleibe. Jetzt nicht schnell, also es muss jetzt nicht am besten nächste Woche sein. Es muss auch nicht Ende des Jahres sein, aber eben Gesundheit. Aber auf jeden Fall. Also weißt du, rein von der Theorie des Verteilens hat man gesagt, nur wenn man so liest, ist das total schlecht, weil da verteilen sich. Aber so, wenn man so liest, wenn man so liest, ist es besser. Das ist nicht für dich, das ist für dich und die Zuschauer, die lernen auch noch was. Der eine oder andere kann auch was lernen. Ja, aber unter dem T-Shirt hilft es auch nicht, weil das ist ja, weil das T-Shirt hat ja keine Fläche. Entschuldigung. Mach weiter, dass der Kniesteil wegkommt. Auf jeden Fall ist es so, dass wir ja eine neue Bleibe suchen. Und dass wir da aktiv auch zum Teil danach suchen. Und ja, auf jeden Fall ist es bei uns aber auch so, dass wir die totale eierlegende Wollmilchsau suchen. Also, es soll günstig sein. Und das, was wir suchten, ist leider Gottes nicht günstig. Also, wenn es nach meinem Papa geht, ich werde euch jetzt einzeln sagen, wer was möchte. Mein Papa sagt, er möchte was haben, was flach ist, mit einem großen Garten für den Hund. Es soll bitte auch so sein, dass eine Dusche und ein Bad unten drin ist und eine Badewanne, wird ihn auch nicht stören. Er möchte, wenn möglich, dann auch noch so 2, 3 Zimmer haben und eine Küche. Und dann möchte er, dass ich auch noch was habe mit so ungefähr 80 Quadratmetern. Das hat er nämlich, weil ich habe ihm mal was vorgesehen, ich habe ihm was gezeigt, wo so 50 Quadratmeter hatte und da hat er gemeint, das ist doch viel zu klein für dich, Kind. Ja, so ist das. Meine Mama möchte was haben, was in einer ruhigen Gegend ist. Was Papas Wunsch mit dem unteren Teil betrifft. Sie möchte, dass sie für sich ein Zimmer hat, Minimum, dass sie da, wo sie in Ruhe sein kann. Aber unabhängig von denen von Papa, mit seinen Zimmern. Also das wird schon bei 4 Zimmern im unteren Stockwerk. Plus Bad. sie möchte mindestens 2 Garagen haben für die Autos. Ja, was macht sie sonst? Das ist ja auch noch so, 2 Garagen. Einen Garten möchte sie auch haben, da sie Garten noch ganz gern, aber er muss nicht so groß sein, aber zumindest so groß, dass ihre Rosenbüsche reinpassen. Weil meine Mutter hat eine Schwäche für Rosenbüsche und ich würde gerne unseren Fikus mitnehmen, wenn es nur ist, damit ich wieder den Witz machen kann. Wir haben dieselbe Frisur. An dem hat sie gelernt, meine Haare zu schneiden. Ja, und wenn es nach ihrer perfekten Vorstellung geht, ist noch ein Tiny House davor, in dem dann noch die Rosi drin sein kann und daneben noch mal ein Tiny House für die Gäste. Mhm. Merkt man's? Und im oberen Stockwerk möchte sie, dass ich eine eigene Küche habe und mindestens ein Zimmer. Sie würde mich mit meinem Hasen in ein Zimmer stecken. Ich meine, Scharkönig Leo in ein Zimmer, nur so als kleine. Aber gut. Ich möchte. Ich habe auch was zu möchten. Nicht nur du und Papa habt das Recht. Ihr habt mich genommen und jetzt lebt damit.
Ja, und ich möchte gerne eine Dreizimmer haben auf meinem Stockwerk. Ein Bad und eine Küche. Und ich möchte im Dach wohnen. Das ist alles, was ich möchte. Mehr will ich nicht. Und wie es dann da, und dass meine Eltern, dass die da unten in ihrem Stockwerk mit denen ist, die können meinetwegen da unten einen riesengroßen Partyraum haben. Die können da meinetwegen, wenn sie möchten, einen Elefanten reinstellen. Das wäre mir alles egal. Aber ich möchte ein isoliertes Dach haben. Mehr verlangt es mich nicht. Und ja, das Ding ist, ich habe jetzt schon ich bin ja jetzt wirklich Immobilien-Scout-24-Königin. Ich kann nichts anderes sagen, aber ich bin da ja, ich hänge da jetzt öfter ab, als ich im Bett rumliege. Und ich habe dann auch schon Häuser gefunden, die wirklich, bis auf die Tiny-Teile, aber meine Mutter kann sich bestimmt auch mit einer Gartenlaube abfinden. Und die Gäste, die freuen sich auch, wenn sie in eine Gartenlaube gesperrt werden. Ihr wisst schon, wir können ihnen ja dann Brotkrumen in die Laube schmeißen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann schon umgeschaut, ob es etwas gibt, was in... Ah ja, ich habe das Wichtigste vergessen. Das Haus soll ebenerdig sein. Also es darf am besten keine Treppen zum Eingangsbereich haben oder maximal 2 oder 3. Und kein Dach. Hä, wie kein Dach? Ebenerdig. Und wo ist dann dein Dach? Ich habe gemeint... Dein Zimmer im Dach geht ja dann nicht. Doch, man kann ja zweistöckig. Das ist nicht mehr ebenerdig. Ach so, ja, stimmt. Aber es soll auf jeden Fall eben sein von der Eingangstür und dann noch ein Dachgeschoss haben. Wenn es dann noch einen Kellerraum hätte, ein paar Keller hätte, wäre es echt nicht schlecht. Wir haben ein Fängezeug, das man unterbringen müsste. Muss alles weg. Du willst meinen Kaufladen wegschmeißen? Verkaufen, verschenken für irgendwas. Ich slapp dich gleich. Ich glaub's ja nicht. Den habe ich von meinen Großeltern bekommen. Was? Von Papa und Mama hast du. Den habe ich von meinen Eltern bekommen. Du weißt schon, das war das erste Geschenk, das sie mir gemacht haben, so als Spielzeug, was größer war als eine Puppe. Du kannst mir doch nicht meinen Kaufladen nehmen. Naja, auf jeden Fall wäre es nicht schlecht, wenn man da was finden würde. Und ich habe auch schon viele Sachen gefunden, die unsere Anforderungen entsprechen würden. Und ich habe mir dann immer begeistert gedacht, ja, das zeige ich meiner Mutter. Allerdings 1,5 Millionen hat keiner heutzutage. Das ist jetzt wirklich so. 1,5 Millionen. Also wenn man die Preise teilweise gerade unter den Häusern, unter den Wohnungen sieht, da denkt man sich so, wow. Vor kurzem habe ich meinen Eltern ein Haus gezeigt. Das war auch relativ, hatte nichts, was wir wollten. Aber man hat sich ja mal angeguckt. Und das Haus war zu einem Preis, wo ich dann nur 2 Tage später eine kleine Dreizimmerwohnung, uralt, nicht renoviert, zum selben Preis gefunden habe. Und da habe ich mir dann gedacht, wow, irgendwie ist die Immobilienblase gerade echt fies, entschuldige die Formulierung, am Arsch. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall immer noch auf der Suche und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn wir irgendwann mal unsere eierlegende Wollmilchsau finden. Oder wenn meine Eltern ihre Fantasien endlich mal einschränken und ich mich auch vielleicht nur auf 2 Zimmer und ein Bad beschränken kann und wir uns eine Küche teilen, dann werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Aber meine Oma hat mal zu mir gesagt, wenn man es mal, das war nicht so ein schöner Satz, wenn man nur lang genug an seine eierlegende Wollmilchsau glaubt und lang genug spart, dann kann man sich irgendwann Stück für Stück kleine Wollmilchsäuchen leisten, so kleine Wollmilchförkel. Und ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwann unser kleines Wollmilchförkel. Ja, das war alles für diese Woche. Ich habe euch jetzt echt, nein, eigentlich habe ich euch nicht zugeschweigt, weil bei euch ist es Leo. Bei euch ist es über 2 Wochen, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall mega, dass, ja, ich habe heute viel losbekommen und ich fühle mich jetzt auch wieder ein bisschen besser und
Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich glaube ich zumindest, dass es Wochenende ist, weil es müsste Freitagsvideo gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch irgendwie sowas habt, wo ihr sagt, das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.tweetomatoutlook.com. Ich werde jetzt meinen Hasen ins Bett bringen. Das klingt jetzt irgendwie falsch, aber ich meine seinen Stall. Ich sage immer zu ins Bett bringen, weil das irgendwie... Vergesst es, ich habe eine Klatsche, das reicht einfach als Info. Ich habe eine Mami-Klatsche bezüglich meines Hasen. Und ich versuche ihn, ich habe vor kurzem noch zu meiner Mutter gesagt, Mami, Leo hat seine Menschenrechte. Also dann, tschüss.